Hey und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Es ist schon eine lange Zeit her, dass ich hier ein neues Video gemacht habe. Und der Grund dafür, den erkläre ich euch gleich. Ob ihr es verstehen werdet, weiß ich nicht. Aber es hatte einen Grund, wieso jetzt bei mir es so lange eine Pause gab. Und wieso ich mich hier gerade hier in Destiny 2 hier befinde, sage ich auch gleich. Also erstens, wieso jetzt eine Zeit lang hier keine Videos kamen. Der eine Grund ist YouTube Copyright. Weil meine letzten Videos hier zu Tales of Arise, ja die letzten zwei Videos, die ich gemacht hatte, da hatte ich Probleme hier mit Copyright, weil ja hier im Spiel, in den Einstellungen des Spiels ja leider nicht möglich ist, von Tales of Arise ja hier Copyright geschützte Musik hier auszuschalten oder durch was anderes zu ersetzen. Und da ich ja hier das man so aufnehmen, also ohne Schneidprogramm und alles und so, sondern über PlayStation das ja hier alles aufnehmen, meine Videos, so wie auch die letzten Videos, also auch meine alten, das alles über PlayStation war, habe ich dem Fall auch natürlich jetzt hier kein Schnellprogramm, um das eben zu ändern. Und durch eben diese Copyright-Sache habe ich einfach die Motivation komplett verloren, hier Videos zu machen, weil ich die Befürchtung hatte, jedes Mal, wenn ich hier dann Let's Play zu einem Spiel machen würde, dann würde YouTube hier sich wieder beschweren, sie haben hier Copyright-geschützte Musik hier im Spiel verwendet. Und ja, das könnte ich dann halt nicht hier bearbeiten oder hier wegschneiden, weil ich normal hier halt kein Aufnahmeprogramm oder Schneidprogramm hier extra hier benutze, weil ich ja wie gesagt über PlayStation ja alles mache. Und da deswegen ist die Motivation hier wie da eben halt weg gewesen. Weil ihr ständig dann hier unter einem oder zwei Videos dann hier da von YouTube gesagt bekommt, oh ja, hier Copyright, bla bla bla. Ja. Und das hat halt mir die Motivation, hier neue Videos zu machen, halt etwas genommen. Ja. Ich kann auch verstehen, natürlich ist es verständlich, dass YouTube ja halt hier halt so Copyright-geschützte Musik schützen will, damit sie nicht missbraucht wird oder ihr was auch immer damit gemacht wird. Aber als kleiner YouTuber wie mich ist es halt schon störend, wenn man hier halt nicht die Spiele hier auf YouTube hochladen kann. Die Spiele spielen kann hier auf YouTube und hochladen kann, wenn man hier halt halt das nicht machen kann. Ja, so. Halt nicht die Sachen auf YouTube veröffentlichen kann, ohne hier halt gleich von YouTube hier ihr Copyright-Verwarnung gekriegt zu hier eine Copyright-Warnung hier ihr geschickt zugeschickt zu bekommen, weil bla. Ja. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es versteht oder eben nicht. Das ist halt mein Grund, wieso es halt jetzt hier eine Zeit lang keine Videos gab. Und wieso ich jetzt hier im Destiny bin, ja, weil ich halt nach langer Zeit mal wieder hier so ein Video machen wollte und eine Hoffnung, dass halt jetzt YouTube hier nicht so wegen der Destiny-Musik jetzt nicht hier gleich wieder angeschissen kommt, hier mit Copyrighted Music und so. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das YouTube nicht heute wieder eine Copyright-Sache kriegen werde, ist vermutlich, würde ich sagen, 50%, dass YouTube wieder rummeckern wird. Aber ich sollte vermutlich jetzt erstmal in die Einstellung vielleicht mal ein bisschen Sound ein bisschen kurz unterstellen alles. Jo. Ja. Spielen wir mal ein bisschen Schmelztiegel. Kontrolle.
Ich hoffe, ihr könnt meine Stimme gut hören, weil ich habe jetzt auch ein neues Headset hier schon seit einiger Zeit, weil mein altes hier der Hörer da ihr abgebrochen ist. Also, der hängt dann nur noch an den Kabel da dran. Ist nicht mit Absicht passiert, aber ja, ist halt abgebrochen und jetzt habe ich halt so ein PlayStation 5 Headset. Ja, also das offizielle PlayStation 5 Headset. Nicht das PlayStation 5 Pulse 5 Elite Wireless Headset, sondern hier halt das Standard halt. Kontrolle. Dann wollen wir mal. Erobere diese Zonen und verteidige sie bis zu deinem letzten Atemzug. Du hast Zone A erobert. Der Feind hat Zone C eingenommen. Junge, what? Junge, wir nehmen einen Punkt ein und direkt schon tot, ey, Junge, ey, boah. Junge, ey, diese Scheiße. Zone B erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Und wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Zone B verloren. Ey, mich mal wieder on point. Ja, danke, Mate, für null Feuerunterstützung. Zone A verloren. Der Gegner hat den Vorteil. Du hast Zone B eingenommen. Der Vorteil liegt bei dir. Zone C verloren. Der Feind hat den Zonenvorteil.
Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Zone B verloren. Der Feind hat den Zonenvorteil. Was mich immer abgefuckt hat hier in Destiny Online PvP, das ist immer diese Scheiß ihr. Diese hier, wie heißt das? Endlevel-Player hier sein müssen, ey. Weil ich kann auch. Dass immer diese scheiß Endlevel-Panner mit ihrem Endlevel-Equipment hier einfach den Leuten auf den Sack gehen in Online-PvP. Weil die können anstatt hier in Raids zu gammeln, nee, fuck me, die Player hier in Online-PvP an ihrem Endlevel-Scheiß. Du musst sie halten. Zone C erobert. Und wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Verloren. Der Feind hat den Zonenvorteil. Noch 5 Minuten. Weiter. Was Zone B eingenommen. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Zone A erobert. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Ja, klar. Mhm. Ja, Junge, das müsste schon längst abgelaufen sein bei dem, ey. Ja, klar. Zone C erobert. Junge, wie lange hält die Scheiße bei dem an, ey? Arschloch. Du musst sie halten. Zone B verloren. Ey, so ein Penner von der Seite hat mich auch noch abgeknallt, ey. Drei Minuten. Du liegst in Führung. Bleib stark. Erobert. Du hast den Zonenvorteil. Was Zone B eingenommen. Powerplay. Lass nicht nach. Der Sieg ist ganz nah. Zone C verloren.
Ja, klar, natürlich. Mhm, schon durch die Wände schießen. Zone C erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Ich hätte keinen besseren Sieg erwartet. Du bist wie eine Mauer, die diese Zonen schützt. Bewahre dir diesen eisernen Willen. Das Bewertungsding lädt mal wieder nicht, war ganz typisch. Eine Runde mache ich noch. Kontrolle. Ich bin halt kein Online-PvP-Player, bin ich halt nicht. Ich kann mir halt nicht wie hier gefühlt tausende andere Player hier in Destiny oder anderen Spielen hier, kann man nicht hier tausend Stunden hier nur in PvP rum. Zone A erobert. Der Feind hat Zone C eingenommen. Und ich spiele jetzt nicht hier 50 verschiedene Shooter. Zone B erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Zwei für einen. Also bisher war es einfach nur Glück, dass ich hier erwischt habe. Und das Automatikgewehr, was ich habe, macht jetzt nicht besonders viel Damage. Alter, ich komme hier nicht weg. Thank you.
Zone C erobert. Und wir haben ein Powerplay. Du musst sie halten. Zone B verloren. Zone A verloren. Der Gegner hat den Vorteil. Was ich am meisten in dem PvP hier von dem Destiny hier mich am meisten abfuckt ist, wenn ich in einer Gruppe von Mates hier mit da unterwegs bin, von 203 Mates, schießen immer die Gegner erst für mich erst ab, anstatt den da oder den da. Zone A erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Und das Automatikwaffe, was der benutzt hat, ist meiner Meinung nach vom neuen DLC Final Shape die absolute Grütze. Zone B verloren. Powerplay. Der Feind hat eine Zone. Zone A erobert. Du hast Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Zone C verloren. Der Gegner hat den Vorteil. Du hast den Zonenvorteil. Zone B erobert. Es bleiben noch 5 Minuten. Ein starker Start. Kämpf weiter. Zone B verloren. Der Gegner hat den Vorteil. Du hast Zone C erobert. Noch 4 Minuten. Du hast den Zonenvorteil. Ist quasi ausgeglichen gerade. Zone A verloren. Zwar mehr Punkte haben, aber schon irgendwie ausgeglichen. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. Dort nehmen wir. Der Gegner hat den Vorteil. Wo sind wir hin? Zone A erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Einer nach dem anderen. Oh, das war knapp. Zone C erobert. Powerplay. Lass nicht nach. Zone A verloren. 3 Minuten. Gib nicht nach.
Dann ist die Schlacht dein. Zone B verloren. Sie haben den Vorteil. Der Vorteil liegt bei dir. Zone C verloren. Oh. Dafür, dass ich in der letzten Runde ganz schön abgeboost habe, bin ich hier gerade in dieser Runde hier ganz schön hier auf meinem Team ganz oben auf der Tabelle. Du hast Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Kann auch daran liegen, dass ich in der letzten Runde kaum dazu gekommen bin, irgendwas einzunehmen. Hat den Vorteil. Und das meine ich mit Scheißcamper. So hast du es ihm gezeigt. Erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Zone C verloren. Sie haben den Vorteil. Führung verloren. Wir haben Gefühl angefangen. Der Zonenvorteil liegt bei dir. Mach weiter. Oh. Und der Sieg ist dein. Noch eine Minute. Das schaffst du. Ey, fick dich. Weil es sagt man nicht, aber ich schaffe es auch schon für den Player. Der Feind hat den Zonenvorteil. Ja, klar, natürlich. Ich stand ja nur im Heilfeld und war trotzdem One-Shot. Stehen noch 30 Sekunden. Schlacht geht es um Boden. Du kannst es schaffen. Kämpfe noch mal. Ja, das Swam-Team, der hat nichts kaum hat, der auch nichts erobert, ist wahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass die zwei was erobern konnten. Aber dafür Kills machen, ja, das Kills machen konnten die. Und es lädt mal wieder nicht, mal wieder typisch. Ja, aber ich glaube, das war's jetzt hier für dieses kleine Video. Fliege jetzt nochmal kurz zum Turm und dann sage ich ciao. Entschuldigung. Kurz gucken, kann ich das irgendwo. Ich mach's einfach bei der hier drauf. Nö, die Werte des Helms sind Müll. Ja, und wenn ihr wollt, dass ich hier in Destiny hier mehr einen neuen Charakter erstelle, um hier die DLCs zu spielen, hier, hier einmal
Hier jenseits des Lichts und dann ja, also wie, ich muss kurz gucken, die drei DLCs. Ah, hier. Ja, wenn ihr wollt, dass ich diese DLCs vielleicht mal spiele, auch wenn hier Forsaken, glaube ich, so als spielbares DLC nicht mehr drin ist. Festung der Schatten, glaube ich, schon noch. Das hier auch. Also wenn ich hier, oder... Aha, okay, das Festung der Schatten DLC ist also noch drin. Also wenn ihr wollt, dass ich mir einen neuen Charakter erstelle und hier Festung der Schatten, ihr jenseits des Lichts, die Hexen, jenseits des Lichts, die Hexenkönigin, Lightfall und hier das letzte DLC, ihr die finale Form, hier spiele und mir dafür einen komplett neuen Charakter erstelle, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, aber damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo da, wenn ihr wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.